Unsere Themen am Donnerstag: Sterne und Sternekoch im Planetarium, die Qual der Wahl beim Fernsehkauf und mit der Weihnachtsbahn durch die Stadt. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Lesen, wann und wo ich will. Lausitzer Rundschau. Guten Abend zu LTV Aktuell am Donnerstag, liebe Zuschauer. Die Stadt Cottbus erhält weitere finanzielle Unterstützung für die Unterbringung und soziale Betreuung von Flüchtlingen. Vorgesehen ist die möglichst rasche Bereitstellung von rund 833.000 Euro durch die Landesregierung. Dabei handelt es sich um den Anteil der Stadt an den Mitteln, die dem Land vom Bund zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Dies geht heute aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Kircheis und Münch hervor. Für das laufende Jahr rechnet Brandenburg mit rund 6.000 Asylbewerbern. Erst gestern hatte der Brandenburger Landtag kontrovers über die steigenden Flüchtlingszahlen debattiert. An dieser Stelle laden wir Sie nun ein zu einem Blick auf die Sterne. Doch im Cottbuser Planetarium ging es gestern nicht nur um die Sterne am Himmel, sondern zum Beispiel auch um einen Sternekoch. Gestern Abend war es wieder soweit. Das Raumflugplanetarium in Cottbus öffnete seine Türen für die 18. Jahresendshow. Mit neuer Technik und einem spannenden Thema im Gepäck ging es für die Zuschauer auf eine Reise in die Welt der Sterne. Moderiert wurde die Show vom Leiter des Planetariums, Gerd Thiele. Unterstützung erhielt er dabei von Erde und Mond, die traditionell ihre etwas anderen Dialoge hielten. Das macht die Show zu etwas ganz Besonderem in Brandenburg. Die Idee dahinter war, dass wir eigentlich mal was anderes machen wollten, als so landläufig im Planetarium gemacht wird. Kein Klamauk und kein Ulk, sondern schon Wissenschaft, aber doch ein bisschen unterhaltsamer aufbereitet. Und daraus hat sich dann im Laufe der Jahre der Ehrgeiz entwickelt, eigentlich immer was Besonderes, was Kurioses aufzuspüren, was aber sozusagen vor der Haustür stattfindet, also was die Leute auch nachvollziehen können. Dieses Jahr war das Thema im Glanz der Sterne. Unter diesem Stichpunkt gab es Beiträge zu alltäglichen Dingen wie Feuerwerkstern oder Offizierstern. Auch der Sternekoch wurde näher beleuchtet. Ganz zufällig saß er natürlich auch im Publikum. Ja, das liegt einzig und allein an der Tatsache, dass wir mit unserem Restaurant einen Stern erkocht haben. Und der Herr Thiele hat sich halt zur Aufgabe gemacht, dieses zu recherchieren. Und er hat dann irgendwann mal bei mir angefragt, Herr Hallmeier, haben Sie Lust dazu, darüber etwas zu berichten? Und das hat mir natürlich Spaß gemacht. Spaß gemacht hat es sichtlich auch den Besuchern der Show. Vom Kern her, sage ich mal, wenig über das Sternbild selbst, also oben, es war mehr das, was auf der Erde war. Ja, aber war sehr gut. Ich fand die Sendung wirklich super. Man weiß ja gar nicht, was auf ihn zukommt. Man stellt sich ja eventuell noch mal was Armes vor oder so, aber ich fand das gut. Ich meine, und ich würde immer mal wiederkommen. Sehr schön. Ich habe viel erfahren über Sterne und das war auch gut so. Aber ich kann Ihnen sagen, der hellste und der dollste Stern, der steht dort neben mir. Die Show wird noch an 4 weiteren Terminen aufgeführt. Reservierungen sind dabei telefonisch oder unter planetarium-cottbus.de möglich. Falls Sie jetzt Lust bekommen haben, sich selbst den Glanz der Sterne anzusehen, dann müssen Sie sich beeilen. Wie jetzt mitgeteilt wurde, sind die Vorstellungen am 26. und 31. Dezember bereits komplett ausverkauft. Nur für den morgigen Freitagabend um 20 Uhr sind noch einige Karten erhältlich.
Heute Morgen um 9.51 Uhr erblickte mit Josephine Pfeiffer das 1000. Baby im Jahr 2014 im Cottbusser Karl-Thiem-Klinikum das Licht der Welt. Nach der Spontangeburt beglückwünschte der Chefarzt der Frauenklinik, Dr. Med Angie Popiella, persönlich die junge Familie. Die kleine Josephine wiegt 2220 Gramm und ist 48 Zentimeter groß. Allerdings wird Josephine nicht die Zahl der Cottbusser vergrößern. Die Eltern Nadine und David Pfeiffer kommen aus Weißwasser. Wenn es, liebe Zuschauer, um Weihnachtsgeschenke geht, die der ganzen Familie Freude machen, dann steht oft ein neuer Fernseher ganz oben auf der Wunschliste. Doch welcher ist der richtige? Die Liste der Features ist lang und verwirrend. Immer größere Bilddiagonalen, 4K-Auflösung oder 3D-Wiedergabe. Wer sich heutzutage einen Fernseher kaufen möchte, muss einiges beachten. Zum Glück kann der Thomas Pohl Licht ins Dunkel bringen. In der heutigen Zeit ist die Elektronik extrem schnelllebig. Das heißt, wir haben extrem viele Varianten der Fernsehgeräte, ob Plasma, LCD, 4K, OLED-TV. Das sind alles Sachen, die die Kunden verunsichern und sie nicht wissen, was brauche ich, was ist für mich maßgeschneidert. Punkt 1. Die Wahl der Technologie. Es gibt drei Technologien momentan im Markt der Fernsehtechnik. Das ist einmal die Plasmatechnologie, die LCD-Technologie und die OLED-Technologie. Der Plasma verabschiedet sich langsam, hängt mit dem Stromverbrauch zusammen. Die OLED-Technologie ist noch in den Kinderschuhen, weil die Haltbarkeit der Blaufarbe noch nicht gegeben ist. Deshalb konzentriert sich die Industrie momentan auf die LCD-Technologie mit LED-Backlight. Ich habe da ein Gerät, was wir uns mal anschauen können. Dies ist momentan die modernste Technologie, die es im Markt gibt. Das ist ein 4K-Fernseher. 4K heißt, dass wir eine vierfache Auflösung haben gegenüber Full HD. Das heißt, man sieht es auch schon in den Konturen, in der Bewegung. Es ist alles detailliert scharf. In diesem Gerät sind jetzt auch Vorteile mit integriert, die die Plasmatechnologie ausgezeichnet haben. Das heißt, ein extrem guter Schwarzwert. Das heißt, in den Bereichen, wo wirklich dunkel ist, ist auch schwarz. Das wird bei diesem Fernseher durch ein Local Dimming, das heißt Abschalten der Rückbeleuchtung, erzielt. Die Farben kommen viel besser zur Geltung und wir haben eine viel bessere Tiefenschärfe. Das heißt, wenn man davor steht, hat man den Eindruck, als ob es 3D ist. Ohne Brille. Das hängt mit dieser hohen Auflösung zusammen. Das ist die Zukunft. Da kommen wir hin. In ein, zwei Jahren wird es nur noch 4K-Fernseher geben. Punkt 2. Der Energieverbrauch. Ja, in der heutigen Zeit spielt der Energieverbrauch immer eine größere Rolle. Es wird dem Kunden auch leichter gemacht, durch diese Energielabel, die jetzt an den Fernsehern angebracht sind, hier erkennt der Kunde sofort, wie viel Stromverbrauch er mit diesem Gerät zu erwarten hat. Hier hat man zum Beispiel ein Beispiel mit der Klasse B, die relativ schlecht ist, ist aber dadurch geschuldet, dass das Gerät mit sehr viel Elektronik ausgestattet ist, mit Festplatte, mit doppeltem Tuner-Konzept. Aber man sieht eben hier beim 32 Zoll, dass wir hier einen Stromverbrauch haben von 65 Watt. Im Jahresverbrauch, das ist schon relativ viel für diese Klasse. Wir haben auch andere Beispiele, wo wir hier zum Beispiel dieses Gerät haben. Der hat jetzt eine Klasse A+. Das ist immerhin ein 46 Zoll Gerät, also der ist bei weitem größer als der kleine. Aber er hat auch nur noch 67 Watt im Strom im Verbrauch. Diese Labels sind Pflicht an allen Geräten, dass sie mit dargestellt werden, damit die Kunden sofort erkennen, was erwartet mich für einen Stromverbrauch bei diesen Geräten. Ist ein ganz wichtiges Argument, auch bei der Kundschaft, um zu entscheiden, ob es das richtige Gerät ist, was sie erwerben wollen. Punkt 3. Die 3D-Funktion. Die meisten LCD-Fernseher sind mit 3D-Technologie ausgestattet. Mit einer einfachen Brille, entweder im Shutter-Prinzip oder in der Polarisationsbrille, kann ich Bilder auf dem Fernseher in 3D mir anschauen. Es macht aber nur Sinn, wenn man wirklich großflächige Fernsehbildschirme hat, weil ansonsten kommt es rüber wie
Augsburger Puppenkiste. Weil diese Informationen dann nur vor dem Fernseher passieren und nicht um einen herum. Das heißt, wenn ich wirklich 3D machen will, ist das Kino eigentlich das Geeignete. Aber ich kann zu Hause es im kleinen Rahmen auch reproduzieren. Was es mit Smart und HBB-TV auf sich hat und wie sich die Fernsehtechnik in der Zukunft entwickeln wird? Es wird bestimmt ein tolles Fernseherlebnis werden. Das sehen Sie dann morgen. Also wenn Ihnen noch immer der entscheidende Tipp fehlt, dann schauen Sie doch auch morgen wieder bei uns rein, liebe Zuschauer. Wie die Cottbusser Kabelgesellschaften mitteilen, wirkt sich eine seit gestern Nachmittag anliegende Großstörung bei der Telekom auch auf Kunden in den Lausitzer Kabelnetzen aus. Die Störung stellt sich für Kunden so dar, dass sie selbst ganz normal telefonieren können, aber aus dem Telekom-Netz nicht mehr erreichbar sind. Gleichzeitig sind auch Kunden anderer Telefonanbieter betroffen, die ihre Telefonate über das Netz der Telekom leiten. Das Problem sei heute durch die Telekom bereits eingegrenzt worden und wird hoffentlich in den nächsten Stunden behoben, so die Cottbusser Kabelnetzbetreiber. Leise rieselt der Schnee, wie kaum ein anderes vermittelt dieses Weihnachtslied die Sehnsucht der Menschen nach einer weißen Weihnacht. Seit mehr als 100 Jahren ist aber eine geschlossene Schneedecke zu den Feiertagen in Mitteleuropa und damit leider auch bei uns die eher seltene Ausnahme. Umso spannender ist natürlich in jedem Jahr die Frage, wie wird es dieses Mal? Seriöse Vorhersagen sind in der Regel erst eine Woche vorher zu erhalten. In einer Woche ist erster Feiertag und so haben wir jemanden gefragt, der es wissen muss. Ja, Weihnachten ist noch ein paar Tage hin, also ist noch eine gewisse Unsicherheit für die Vorhersage da. Aber man kann einen Trend festmachen und da sieht es so aus, dass es bis Weihnachten eben noch mild bleibt, wie jetzt zurzeit auch, in den nächsten Tagen sehr mild sogar. Und dann an Weihnachten könnte sich zum zweiten Weihnachtstag hin die Lage umstellen, es könnte Wind aus Nordwesten heranwehen und dann würde es nasskalt werden. Allerdings, es könnte zwar schneien, aber mit Schneeschauern oder Schneeregenschauern, aber es wird nicht kalt genug werden, dass der Schnee liegen bleibt. Also insgesamt grüne Weihnachten, wenn auch vielleicht ein bisschen Hoffnung auf ein paar Schneeflocken am Schluss dann. Naja, wir sind ja schon mit relativ wenig zufrieden und ein kleiner Hoffnungsfunke, der bleibt ja immer noch. Bevor ich nun an meine Kollegin Nicole Lemke und ihre Sendung Einsteiger TV übergebe, möchte ich mich von Ihnen und damit gänzlich von den Nachrichten bei LTV verabschieden. 15 Jahre LTV aktuell war eine lange und schöne Zeit mit Ihnen. Ich danke für Ihre Treue, für den positiven Zuspruch und so manchen konstruktiven Hinweis. Gern werde ich Sie in 2015 noch durch die eine oder andere Landskronensendung führen. Ihnen wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und natürlich einen gesunden Start ins neue Jahr. Ihre Michaela Doppmann. Guten Abend, liebe Zuschauer, zu LTV aktuell. Stehe ich überhaupt richtig? Ja. Hoffentlich kommt die doofe Strippe nicht vor. Ich muss mich auch nicht bewegen bei Nachrichten, kann ja Steffi Egon hier stehen. Jetzt kommt der Sport. Der Sport. Von Beginn an mit dabei sein wird wohl auch Daniel Brinkmann, denn er soll den gelb gesperrten. Die Basketballer treffen am Sonntag auf den SV Berlin. Das dafür notwendige Geld sei vorhanden, so die Fraktion heute in einer Anwohnerinformation. Ha! Och Mann, ich bin so schön durchgekommen. Seit dem ersten. Was denn jetzt? Gefunden. Wenn du das anders rausliest als ich, die wissen nicht. Pass mal auf, ich kann hier nicht perfekt sein, weil das schon wieder mein Grundwesen ist. Mit der Zipfelmütze, siehst du das? Sehe ich von meinem Podest stürze? Liebe Zuschauer, soeben ist die Ansagerin von ihrem Podest gestürzt. Die Hannelore. Wo ist denn der Heino? Ey, du bist so blöde, du machst den letzten Block jetzt alleine, das sag ich dir. Wir machen einfach weiter und sagen das sinnlos und ohne Überlegen an. Pause lassen, also auf den Fernseher schauen, dann in die Kamera. Umblättern, weglegen. Umblättern, weglegen. Na schön. Geht doch. Geht doch, was ist denn jetzt hier los? Drei, Mensch, wer hat denn das hier verstellt? Schlingelwichter. Na klar, Schatz, heute wird gebügelt. Ja, das tun wir. Mal gucken, wer da bügelt. Das geht gar nicht.
Gott sei Dank sind wir jetzt am Ende des Kochstudios. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Einsteiger TV, dem Magazin rund um alles Wissenswerte zu Cottbusverkehr. Das Unternehmen Cottbusverkehr bietet verschiedenste Ausbildungsberufe an. Für das Jahr 2015 werden noch motivierte Auszubildende für die Berufe Fachkraft im Fahrbetrieb und Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker gesucht. Erhalten Sie nun einen kleinen Einblick in die Ausbildungswelt des Unternehmens. Fahrzeuge kontrollieren, Fahrpläne wechseln, Dispatcher-Funktionen wahrnehmen. Das sind neben vielen anderen die Aufgaben, die Pascal Bargehorn und Adrian Gutmann bei Cottbusverkehr während ihrer Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb zu bewältigen haben. Beide sind zurzeit im ersten Lehrjahr. 3 Jahre dauert ihre Ausbildung. Dabei durchlaufen die Auszubildenden aller Abteilungen. Es geht hauptsächlich um kundenorientiertes Verhalten. Sie werden also eingesetzt in unserem Kundenbüro. Sie werden eingesetzt in unserer betriebseigenen Fahrschule, in der Personaldisposition, in der Betriebsleitstelle. Und nachdem dann diese Abteilungen durchlaufen sind, obendrein in einer öffentlichen Fahrschule, erreichen Sie den Omnibusführerschein. Die Arbeit bei Cottbusverkehr macht den jungen Männern sichtlich Spaß. Vor allem die abwechslungsreichen Einsatzbereiche im Unternehmen. Ich bin ja jetzt erst mal im zweiten Monat hier im Betrieb. Ich war bisher schon beim Fahrleitungsbau bei den Jungs. Beim Haltestelldienst war ich mit, bin derzeit mehr im Büro. Also wir sind sehr oft in der Leitstelle eingeteilt, dass man einmal sieht, wie das vorne in der Leitstelle abläuft, so Fahrzeuge in der Nacht für den nächsten Tag bereitstellen und so. Dann sind wir in den Werkstätten eingeteilt, um zu lernen, wie die Fahrzeuge so aufgebaut sind, um später im Fahren wissen zu können, welche Probleme jetzt wie entstehen und wie man sie beheben kann. Vorerst führen sie noch unter Anleitung beispielsweise Dispatcherdienste durch oder erlernen den Fahrzeugeinsatz. Das dritte Lehrjahr konzentriert sich schließlich auf die Fahrausbildung. Naja, ich wollte halt schon immer Straßenbahn- und Busfahrer werden. Schon seit vielen Jahren und finde halt, Cottbusverkehr ist dafür ein schöner Betrieb. Auch hier in der Region, wo ich aufgewachsen bin. Ich meine, man wird damit groß hier in der Stadt Cottbus mit Bus und Bahn. Das können wir mal machen. Nach abgeschlossener Ausbildung können Adrian und Pascal nicht nur als Straßenbahn- oder Omnibusfahrer arbeiten, sondern auch als Kundenberater im Kundenbüro tätig werden, in die Werkstatt einsteigen, den Service unterstützen oder sich weiterqualifizieren. Robert Pachholz ist Lehrling im dritten Lehrjahr und erhält in seiner Ausbildung als Mechatroniker Einblicke in die mechanischen, elektrischen und elektronischen Bestandteile der Fahrzeuge und Anlagen des Unternehmens. Die Mechatroniker werden ausgebildet über einen 3,5-jährigen Zeitraum. Natürlich neben der theoretischen Ausbildung durchlaufen auch die alle Abteilungen, sprich Omnibuswerkstatt, Straßenbahnwerkstatt, die Elektrowerkstatt, sodass sie also auch berufsbegleitend unsere Fahrzeuge von der Pike auf kennenlernen und dann am Ende mit ihrem Abschluss unsere Fahrzeuge durchaus in der Lage sind, ordentlich zu reparieren. In der Straßenbahnreparatur- und Karosseriewerkstatt lernt Robert Pachholz die Fahrzeugtechnik und die Funktionsweisen des Antriebs und der Kraftübertragung der verschiedenen Fahrzeuge kennen. Zur Ausbildung gehört es, Ersatzteile einzubauen, Verschleißteile auszutauschen sowie Mess-, Prüf- und Diagnoseverfahren anzuwenden. Interessierte Jugendliche finden alle Informationen zur Ausbildung bei Cottbusverkehr auf cottbusverkehr.de unter der Rubrik Karriere. In der kommenden Einsteiger-TV-Sendung stellen wir Ihnen weitere Ausbildungsberufe des Unternehmens vor. Übrigens im Januar präsentieren wir uns auf der Impulsmesse Cottbus. Interessierte Schülerinnen und Schüler sind schon jetzt recht herzlich dazu eingeladen. Noch 13 Tage und dann ist Weihnachten. Aber schon jetzt weihnachtet es überall, wo man hinschaut. Cottbusverkehr lädt auch in diesem Jahr wieder klein und groß zu den Fahrten mit der festlich geschmückten Weihnachtsbahn ein.
Mit von der Partie ist natürlich der Weihnachtsmann, der wie gewohnt kleine Geschenke an brave Kinder verteilt und sich im Gegenzug über weihnachtliche Gedichte oder Lieder freut. Auf den Bescherungsfahrten am 24. Dezember um 15 und 16 Uhr übergibt der Weihnachtsmann jedem Kind auch ein eigenes Geschenk. Die Weihnachtsbahn fährt an den Adventswochenenden ab der Haltestelle Stadthalle eine Runde durch das Cottbuser Streckennetz. Fahrkarten gibt es nur im Vorverkauf im Kundenzentrum in der Stadtpromenade. Dieses ist von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Kinder bis 14 Jahre zahlen 2,50 Euro, Erwachsene 5 Euro für die Fahrt. Weitere Informationen erhalten Sie im Kundenzentrum oder im Kundenbüro in der Marienstraße am Busbahnhof sowie im Internet unter www.cottbusverkehr.de. Ab Samstag, den 14. Dezember, gelten neue Fahrpläne für das gesamte Streckennetz. Alle gültigen Fahrpläne finden Sie wie gewohnt in Ihrem Einsteiger. Sollten Sie noch keinen Einsteiger in Ihrem Briefkasten haben, können Sie gern im Kundenzentrum in der Stadtpromenade oder am Busbahnhof ein Exemplar erhalten. Bitte bedenken Sie auch die geänderten Fahrpläne für die Feiertage an Weihnachten und Silvester. Alle Informationen und auch alle Fahrpläne finden Sie natürlich unter cottbusverkehr.de, genau wie alle Folgen von Einsteiger TV. Die nächste Sendung erscheint im März nächstes Jahr. Liebe Zuschauer, ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben und einen guten Start ins neue Jahr 2015. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser, ich wünsche Ihnen allen eine fröhliche und friedliche Weihnacht und alles Gute für den Jahreswechsel und ein glückliches 2015. Die Lehmann Crew Cottbus präsentiert das Phantom der Oper. Am 5. Februar in der Stadthalle Cottbus. Erleben Sie eines der erfolgreichsten Tourneemusicals in Europa mit Weltstar Deborah Sasson und Axel Olzinger in den Hauptrollen. Modernste 3D-Videotechnik kreiert eine perfekte Bühnenillusion, die es ermöglicht, fließende Übergänge zwischen den einzelnen Szenen zu schaffen. Lassen Sie sich begeistern von einem großen Ensemble mit herausragenden Darstellern aus dem deutschsprachigen Raum. Das Phantom der Oper. Mit Weltstar Deborah Sasson. Am 5. Februar in der Stadthalle Cottbus. Fleischerei Speer. Hier kauft auch der Weihnachtsmann. Achtung! Die Gebäudewirtschaft Cottbus informiert. Für Havarie und Notfälle an Wochenenden, Feiertagen und außerhalb der GWC-Bürozeiten gibt es ab dem 15. Dezember eine neue Telefonnummer. In Cottbus die 78 26 492.
Landskron, die private Braumanufaktur, präsentiert Ihnen das Wetter. Ein Stück des blauen Himmels konnte man heute nur mit viel Glück erkennen, denn dieser war von einer dichten Wolkenschicht bedeckt. Bei sehr milden Temperaturen fiel vereinzelt leichter Nieselregen. In der kommenden Nacht ist es weiterhin wolkenreich und zeitweise kann mit leichtem Niederschlag gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 und 9 Grad. Bedeckt und regnerisch bleibt es auch am Freitag. Zum Abend hin sollten die Regenfälle allerdings nachlassen. Die Temperaturen sind für diese Jahreszeit weiterhin ungewöhnlich warm und liegen zwischen 11 und 13 Grad. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats Dezember. Landskron Winterhopfen. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. Augenblick mal. Endlich habe ich mir Zeit für die Krippenausstellung hier in der Oberkirche genommen. Und ich bin ganz begeistert, wie vielfältig die eine Weihnachtsgeschichte weltweit dargestellt werden kann. Die Kunstwerke, die die Menschen geschaffen haben, tragen Züge ihres eigenen Lebens und der Tradition ihres Landes. Im Jesuskind in der Krippe wurde Gott als Mensch in diese Welt hineingeboren. Für die Menschen in Lateinamerika, in Polen, in Frankreich, in Bayern, in Tirol, in der Lausitz. Die Krippe, vor der ich hier stehe, mag ich besonders gern. Die Menschen kommen zur Krippe, wie sie sind. Die Bauern aus dem Lausitzer Gebirge sind dem Christkind näher als die Könige da hinten. Und der Hut hier mit den Gänsen, der ist viel näher dran am Christkind als das Gold der Könige. So menschlich geht es vor Gott und mit ihm zu. Humor darf auch dabei sein. Seit Gott als Menschenkind in diese Welt kam, können wir ihn in unserem Alltag suchen und finden. Paul Gerhardt dichtete in seinem wunderschönen Weihnachtslied »Ich stehe an deiner Krippen hier« die Bitte, »So lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden. Machen Sie sich diese Bitte zu eigen und erleben Sie ein Weihnachtsfest mit der echten, tiefen, ganz einfachen Freude von Weihnachten. Für die ist nichts anderes nötig als Jesus Christus. Ihn feiern die vielen Gottesdienste zu Heiligabend und zu Weihnachten, zu denen ich Sie herzlich einlade. Im Schönen eintauchen. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit. Wir machen Volldampf für die Lausitz. Steigen Sie ein und erleben Sie eine besondere Art des Reisens. Historische Sonderzugfahrten des Lausitzer Dampflok-Club e.V. Mehr über interessante Reiseziele, die aktuellen Termine und Buchungsmöglichkeiten unter lausitzerdampflokclub.de.
Am 29. Mai findet die Night Race und am 4. Juli die Drachenbootregatta statt. Eine tolle Gelegenheit für Firmen und Vereine, um den Teamgeist zu stärken und gemeinsam Spaß zu haben. Neu, im Jahr 2015 gibt es auch 10er-Boote bei der Drachenbootregatta am 4. Juli. Jetzt anmelden, Informationen unter kanu-cottbus.de.